Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute mal etwas Neues, etwas, was ich noch, ich glaube, noch nie wirklich gemacht habe. Vor ewigen Jahren habe ich das mal beim Raiffeisenmarkt machen lassen. Worum geht es heute? Es geht um Bodenproben. Es geht um eine Bodenprobe von meinem Rasen, von meinem Boden, und ihr seid live dabei. Viel Spaß! Ja, liebe Rasenfreaks, wir machen jetzt mal tatsächlich ein kleines Werbevideo, denn ich habe ein wirklich interessantes Produkt von rasengrün.de zugeschickt bekommen, rasengrün.de. Und jetzt zeige ich euch, was hier am Start ist. So, gut, ein Beutel. Okay, also wir haben erstmal so einen Beutel, logischerweise. Bodenproben braucht man einen Beutel. Steht drauf, Bodenprobe in den Beutel füllen. War klar. So, dann haben wir hier interessant einen Bodenprobenstecher. Das finde ich richtig, richtig gut. Und was ich auch cool finde, das ist ein Edelstahlröhrchen. Also nicht irgendeinen billigen Stahl. Relativ einfach natürlich zusammengeschweißt mit einer Öffnung und ein bisschen abgerundet, um die Bodenprobe zu stechen. Super. Das finde ich richtig cool. Und dann gibt es einen schönen fetten Umschlag, einen wattierten Umschlag für den Rückversand an rasengrün.de. Sehr, sehr cool. Und natürlich, last but not least, die Beschreibung. Interessant ist, man muss 15 Mal auf seiner Fläche verteilt eine Bodenprobe ziehen. Man soll also richtig zack tief rein in den Boden. Ich finde, das ist also ziemlich tief. Also wird eine richtig tiefe Analyse. Bis zu den Fingern reinstechen, 15 Mal schön gleichmäßig verteilt auf dem Boden. Und dann die Bodenprobe in einen Eimer werfen, trocknen lassen. Sehr sinnvoll, trocknen lassen und dann in den Beutel tun und zurücksenden. Okay, also 15 Mal auf meiner Fläche hier. Mal gucken. Ich habe den Eimer meiner Frau aus ihrem Regal geklaut. So, okay. Also, ist ja ein bisschen Gras weg hier. Drehen. Krass. Rauspulen. Ein, zwei. Yes! 15 Proben gezogen. Sehr interessant hier. Also der Boden sieht klasse aus. Schön krümeligen Sandanteil. Ja, ein bisschen jetzt die Gräser raus, haben sie gesagt. Das ist doch gut. Ja, Freaks, ich finde diese Bodenproben-Geschichte ist eine super einfache Sache. Was mich richtig begeistert, das sage ich ganz ehrlich, ist dieses Ding hier. Das ist super. Das hat hervorragend funktioniert. Ich bin da ganz toll in meinen Boden reingekommen. Ganz cool gemacht. Sehr sauber, um eine Probe zu ziehen. Klasse. Wir haben jetzt den Boden weggeschickt zu Rasengrün. Und jetzt würde ich euch gerne noch mal so ein paar wichtige Informationen über diese ganzen Pakete erklären, die Rasengrün anbietet. Also das erste Mal, es gibt drei verschiedene Pakete. Einmal ein Basispaket, dann ein Premium-Paket und dann ein Ultimate-Paket, also wo das wirklich alles drin ist, also drei verschiedene Pakete. Guckt euch mal auf der Homepage ein bisschen um, was euch gefällt. Es fängt an mit einer ganz normalen Bodenanalyse, wo ihr sehr detailliert die ganzen Bestandteile eures Bodens aufgelistet kriegt, die Makronährstoffe, die Mikronährstoffe, NPK, also Stickstoff, Phosphor, Kalium. Wird euch genau erklärt, wie eure Verteilung ist, ob ihr zu viel oder zu wenig habt. Dazu gibt es eine genaue Empfehlung, was ihr dann machen könnt, um das Level richtig einzustellen. Da gibt es sehr schöne Grafiken auch zu. Dann gibt es einen Düngeplan und einen Bewässerungsplan, finde ich auch sehr stark. Also Rasengrün sagt euch auch sehr genau, was ihr tun könnt, um
über das Jahr eine vernünftige Düngerverteilung hinzukriegen und wie die Bewässerung aussehen sollte für euren Rasen. Und das Schärfste ist dann das Premium und das Ultimate Paket. Da gibt es dann sogenanntes Rasenassessment. Also ihr müsst so einen Fragebogen beantworten. Da stehen ganz viele Fragen drin zu eurem Rasen, zu eurem Grundstück, zu den Randbedingungen, die ihr habt für euer Grundstück, für euren Rasen. Und ihr könnt sogar auch noch Fotos hochladen. Das finde ich also echt cool. Und Rasengrün macht dann eine ausführliche Analyse, was man halt tun kann, um wirklich einen optimalen Rasen zu bekommen. Es gibt auch noch zusätzlich Geräte, die ihr bei Rasengrün kaufen könnt. Dieser Bodenstecher, den muss man extra kaufen. Der ist leider nicht dabei. Ich finde das Ding aber richtig klasse. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ach so, ihr könnt das jederzeit machen. Also es ist ja nicht so, dass jetzt viele machen das im Frühjahr, ganz am Anfang. Ist auch richtig, ne? Kurz vor der Saison zu wissen, wie ist mein Boden, was muss ich dieses Jahr düngen, wie ist meine Nährstoffverteilung. Klar, am Anfang des Jahres ist das gut, aber man kann es auch das ganze Jahr über machen. Rasengrün sagt, man muss 6 Wochen warten, 6 Wochen nach der letzten Düngung warten und dann kann man tatsächlich auch eine Bodenanalyse, eine Bodenprobe einreichen. Also geht das ganze Jahr über. Schaut es euch an, schaut in meine Beschreibungen. Da habe ich die ganzen Links für euch aufgelistet. Ja, das ist diesmal ein Werbevideo, aber es ist richtig cool, finde ich. Sollte jeder gemacht haben. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich habe das Ergebnis noch nicht. Es dauert 4 Wochen. Es dauert doch relativ lange, bis man eine Rückmeldung kriegt. Muss man Geduld haben. Haben wir hoffentlich alle. Nee, habe ich nicht. Ich habe keine Geduld. Und dann seid ihr so richtig kompetent am Start. Überlegt es euch. Schaut es euch kritisch an. Und ich bin sehr gespannt auf eure Ergebnisse. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so zum Thema Bodenproben, Bodenanalysen, was ihr so an Erfahrungen gesammelt habt, finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das tatsächlich die Jahre vernachlässigt. Ich, der Rasenfreak, bin manchmal überhaupt kein Rasenfreak, glaube ich. Ja, genau. Das soweit zum Thema Bodenanalyse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich. Dann habt ihr immer die aktuellen Informationen am Start zum Rasen und zur Rasensaison. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Rasenfreak. Tschüss.